Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin heute ja im Harz unterwegs und ich treffe gleich den Nico. Und ich bin so ein bisschen dabei, meine Sachen zu packen und am Überlegen, was ich mitnehme, weil es eine größere Wanderung wird. Und vom Wetter her sieht es wieder anders aus als die letzten Wochen. Es schneit und zwar heftig. Damit haben wir nicht so richtig gerechnet. Wir haben keine Gamaschen dabei oder Gummistiefel. Wir hoffen, dass die Wanderwege weitestgehend frei sind. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Wir ja, packen unsere Sachen und dann geht's auch schon los. Und weil wir eben länger wandern, wird es, glaube ich, das 100-400er samt Extender. Da ist das Weitwinkel und das 135er an einer R5. Und der Kollege bleibt leider hier. Er ist mir einfach zu schwer, wenn wir da jetzt ja, 10, 12, 15 Kilometer wandern gehen. Es ist immer sinnvoll, so ein bisschen Klebeband-Panzertape im Auto zu haben, denn wir werden uns jetzt mit Müllbeuteln Gamaschen basteln. Und die Müllbeutel können wir ja trotzdem noch verwenden, denn kurzer Outfit-Check: Handschuhe von der Heat Company, ein Zipper-Pulli mit Kapuze gegen den Wind, ansonsten hier nochmal so eine Jacke, eine wasserdichte Hose, die wunderschönen Gamaschen und Wanderschuhe. Wunderschöne Atmosphäre, mit der ich diesen Winter nicht mehr gerechnet habe. Nico wird auch ein Video für seinen Kanal machen. Deswegen unbedingt bei ihm vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. Und im Harz sind natürlich sehr, sehr viele Fichten abgestorben. Aber was Nico und mir gestern schon aufgefallen ist, dass natürlich auch unfassbar viele neue Bäume hier rauskommen und das besonders schnell vonstatten geht. Einerseits, weil die Fichte ein sehr schnell wachsender Baum ist. Andererseits, ja, haben sie jetzt wieder Platz. Und dieses stehende Totholz, das ist ökologisch extrem wertvoll. Das Bild ist aber natürlich krass. Also hier ist was gelaufen. Was war das? Ja, schaut mal. Schritt größer. Für mich ist es Schwarzwild, wenn man sich das anschaut. Und hier links und rechts vom Wege wurde auch gut gewühlt. Also es war definitiv ein Wildschwein, beziehungsweise mehrere Wildschweine. Langsam wird es anstrengender, aber gut. Absolut. Das ist schon traumhaft. Wir bräuchten halt nur noch ein Motiv. Und das ist nicht die Landschaft. Das wäre doch viel zu einfach. Und auch wenn man denkt, die Wärmebildkamera wäre so ein Riesenvorteil, aber wenn wir ehrlich sind, wir können auch nur das sehen, was wir hier mit dem bloßen Auge sehen können. Und die Wärmebildkamera verhilft einem einfach nur etwas schneller zu finden. Und nicht um etwas Neues zu finden. Würden wir jetzt hier 2 Minuten länger stehen, würden wir auch unsere Tiere finden. Nichts zu sehen? Nein. Außer Bäume. Ja, viele, viele Bäume. Also ich glaube, das ist Rotwild. Gerade wenn man hier sieht. Die Trittziege, Ja. so breit, so groß. Ja, wird ja auch vom Lebensraum hinkommen. Ja. Von daher, wir sind. Und da wurde mir gesagt, hier oben gibt es nicht viel Wild. Wir haben Ja. jetzt schon Schwarzwild, Rotwildfuchs. Es fehlt nur noch einer. Ja. Finden wir. Und hier haben wir die nächste Spur. Hier haben wir das nächste Trittziegel. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was das ist. Also, es wird immer mehr Schnee, es wird immer anstrengender. Wir kämpfen uns noch ein bisschen weiter vor. Mal schauen, wie lange noch. Wir haben eine neue Spur entdeckt und wir sind gerade so ein bisschen am Brainstormen, was das sein könnte. Wir haben unterschiedliche Größen von den Trittziegeln und sie haben den Weg gekreuzt und sind dann da hinten wieder in den Wald rein. Die Trittziegel sind leider schon so alt, dass man da nicht mehr sagen darf. Dass man dann nicht mehr sagen kann, was das mal war. Und die Fährten sind einfach sehr, sehr rund. Deswegen, die sind definitiv verdächtig und schauen schon anders aus als von Rotwild oder Wildschwein. Also, wir packen jetzt das Weitwinkel aus
und fotografieren die Fährte einfach mal, weil es nicht unwahrscheinlich ist, dass sie tatsächlich vom Luchs stammt. Warum war die Kamera an? Top, Kamera war an, Akku komplett leer, so wie es sich für mich gehört. Wir haben zu wenig Erfahrung mit dem Luchs. Also anhand des Ganges könnte man ja auch schon vieles ausgrenzen bzw. den Luchs eingrenzen. Also wenn da Experten draußen sind, die dieses Video schauen, bitte, bitte kommentieren oder auch eine E-Mail schreiben. Da bin ich wirklich froh um jeden Kontakt. Vielen Dank. Wir zwei sind auf jeden Fall so ein bisschen euphorisch, motiviert. Ist vielleicht das bessere Wort, weil die Spur, die geht uns nicht aus dem Kopf und könnte wirklich eine Katze mit Jungtier gewesen sein, was hier oben ja nicht unwahrscheinlich ist. Von daher hoffen wir mal auf eine Begegnung. So langsam begegnen uns immer mehr Menschen und wir haben uns jetzt dazu entschieden, andere Gebiete aufzusuchen. Wir sind nochmal querweg lang. Hier ist zwar schon mal ein Mensch langgelaufen, aber eben auch die Wildschweine. Hier ist es deutlich ruhiger und wir hoffen hier einfach noch ein paar Spuren zu finden. Da ist zum Beispiel alles aufgewühlt von den Sauen. Und jetzt reißt der Himmel richtig auf. Und das wird nur noch schöner. Also das war die richtige Entscheidung, diesen Weg hier einzuschlagen. Und der Wald hier drüben schaut einfach total abgefahren aus. Also das, was vom Wald noch über ist. Und ich versuche jetzt mal so einen Detailshot zu machen. Und kaum kommt die Sonne raus, da schmilzt der Schnee auch schon. Zumindest auf den Bäumen. Wir schauen jetzt da vorne nochmal um die Ecke. Vielleicht hat man da ja noch mal einen schöneren Blick für ein paar Landschaftsaufnahmen. Und gestern bei unserem ersten Spaziergang hatten wir schon unfassbar viel Froschlaich und da hat es dann drauf geschneit. Und hier haben wir jetzt ja, den Laich im Schnee. Und die obersten Eier werden wahrscheinlich abfrieren. Das ist aber ja, normal bzw. ein kalkuliertes Risiko. Deswegen haben sie ja auch Laichballen, sodass die obersten halt dann die unteren schützen. Weiter geht die Reise. Wir haben eine kurze Mittagspause gemacht, haben uns kurz umgezogen, neues Equipment dabei. Das 600er ist jetzt im Rucksack. Ich bin aber allerdings so müde. Nico lacht nur, der Fußballer. Ja. Ich bin so müde, ich weiß gar nicht, ob ich den Berg hoch schaffe. Aber wir gucken mal. Ja, genau. Nico schiebt mich an. Wir haben mittlerweile 3 Grad und der Boden ist sehr feucht geworden dadurch. Wir sind oben angekommen und überblicken jetzt das Luchsland letztendlich. Es ist eine wunderschöne Aussicht und wir beide haben uns jetzt einfach mal hingesetzt, den Vögeln gelauscht und entspannt. Motive haben wir keine gefunden, Spuren auf dem Weg hier hoch haben wir keine gefunden. Das ist alles so ein bisschen nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Vorgestellt hatten wir uns das, glaube ich, so, dass wir da nicht wirklich was finden. Nico nickt, von daher. Ja, umso schöner ist es, dass wir ein bisschen Schnee haben und da auch noch ein paar Landschaftsbilder machen konnten. Und wenn man sich vorstellt, dass da hinten überall die Luchse sein können, dann ist es wirklich sehr unwahrscheinlich, dass wir einen treffen werden. Ich hätte mir einfach erhofft, dass wir mehr Spuren finden. Das wäre schon cool gewesen. Einfach mal wunderschöne Trittsiegel. Das wär einfach dieses erste Bild einer Serie. Das, was man braucht. Mal gucken, vielleicht haben wir auch heute Nacht noch oder heute später, wenn es dunkel wird, ein bisschen Glück. Bis dahin genießen wir den Sonnenuntergang. Und da kommt jetzt ein Kolkrabe geflogen. Auf dem Video wird man es nicht hören, aber wir hören zum Beispiel auch den Flügelschlag von dem Vogel. Das ist so ganz charakteristisch, dass man vom Kolkraben immer den Flügelschlag hört. Er dreht jetzt hier seine Runden. Das schaut einfach genial aus. Und wenn man hier oben steht, denkt man, man ist noch mitten in der Natur. Und dann sieht man aber im Hintergrund die Städte, Windräder, Strommasten, Wirtschaftswälder.
Und dann ist man doch wieder zurück in der Realität. Nico fängt das letzte Licht des Tages ein. Hat nochmal das 400er ausgepackt, um kreative Aufnahmen von den Fichtenspitzen zu machen. Das schaut einfach traumhaft schön aus. Da werden zwei Tierfotografen wirklich zu Landschaftsfotografen. Ja, weil es einfach schön ist. Und weil die Motive fehlen. Auch. Wir haben wieder Minusgrade hier oben. Langsam bildet sich wieder Eis auf den Pfützen. Und dadurch, dass wir jetzt noch ein paar Meter machen müssen, heißt es für uns auch, Abschied nehmen von diesem schönen Sonnenuntergang und zurück zum Ort zu kehren. Ich bin zurück in der Unterkunft und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Wir haben einen Luchs gesehen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das Unmögliche ist wahr geworden. Die Tierart, die ich ganz oben auf meiner Wunschliste hatte, habe ich nun gesehen. Und nicht nur gesehen, das Erlebnis war unfassbar toll. Nico und ich waren kurz noch mit der Wärmebildkamera draußen, um die Hänge abzusuchen, zu gucken, ob man nicht einen Luchs findet. So utopisch es klingen mag. Und wir haben Wildschweine, Fuchs, Rehe gesehen. Und zurück am Auto bin ich als erstes losgefahren. Nico hat noch ein bisschen am Parkplatz gestanden und einen Kilometer später sehe ich am rechten Straßenrand einen Luchs. Der muss gerade die Straße gequert haben. Ich konnte ein Handyvideo machen. Und er ist dann ins Unterholz rein. Ich habe sofort Nico angerufen. Er ist vorbeigekommen. Wir haben geschaut, ob man ihn irgendwie noch sieht mit der Wärmebildkamera. Keine Chance gehabt. Wir sind dann weiter nach Norden, wo man eine gute Übersicht hat. Und dann haben wir ihn wiedergefunden mit der Wärmebildkamera. Wir konnten ihn beobachten. Das Tier hat gerufen. Gleichzeitig hat ein Raufußkauz hinter uns gerufen. Der Vollmond. Eine unfassbar tolle Stimmung, die dem Tier einfach gerecht wird. Das war ein Erlebnis, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hätte. Wirklich niemand. Und ich bin einfach total neben der Spur. Ich muss das erstmal verarbeiten, weil das wirklich, ich habe es angesprochen, das ist das Tier, was ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste stand, der Luchs. Und ihn hier in Deutschland sehen zu dürfen, damit hätte ich nie gerechnet. Ich beende das Video hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer sich mehr für heimische Natur interessiert, und in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinen Büchern, wo es ausschließlich um die heimische Tierwelt geht. Und drückt uns die Daumen, dass wir vielleicht noch mehr Tiere finden die nächsten Tage. Macht's gut.